Sis, maybe you could use your gift to go back in time and prevent the fire at the clinic. Maybe it would erase all of this. This is the clinic where Thomas stayed. The fire damage is pretty extensive, but I've got to find something of his to reach that time in the past. Herzlich willkommen bei Grimtail 7, die Farbe des Grauens, das Bonuskapitel. Und weil wir nicht sowieso schon alles verändern und keine Ahnung was, reisen wir jetzt noch in die Vergangenheit und ändern diese wieder. Ja, weil das wird definitiv niemals in irgendeiner Art und Weise irgendwelche negativen Konsequenzen mit sich ziehen. Nein. Auf gar keinen Fall. Und vor allem, früher war es so, ganz am Anfang war es so, da hatten wir einen Dämon, der uns erschienen ist und der gesagt hat, du, pass auf, ja, also als Preis für deine Seele gebe ich dir die Fähigkeit, jetzt über so ein paar Fotos in die Erinnerungen zu reisen, um herauszufinden, was mit deiner Schwester nicht in Ordnung ist. Ja? Und dann auf einmal war das unsere eigene Fähigkeit, die wir von Geburt an hatten. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, ja, wir brauchen nur irgendetwas, das Thomas gehörte, um in seine Vergangenheit reisen zu können und seine komplette Vergangenheit, seine komplette Geschichte umschreiben zu können. Mal eben. Einfach so, so. Und fertig. Grimtails. Such nicht nach Logik. Das einzig Interessante finde ich, dass sie hier für das Bonuskapitel tatsächlich so völlig neue Umgebungen genommen haben. Früher war es ja oft so, dass da die Bekannten nochmal abgelaufen sind, oder zumindest teilweise. Das stimmt. Die Blume sieht sehr anklickbar aus. Hier ist eine Leiter, die können wir uns schon mal in die Hose stecken. Aber irgendwas stimmt damit nicht. Ja, natürlich. Wir können ja nicht einfach auf der anderen Seite hochklettern. Nein, ne? das ist ja... Das geht nicht. Ach, Hilfe. Dann ist die Leiter nicht stabil genug. Viele winzige Splitter. Ich sollte mir etwas anderes einfallen lassen. Tut mir leid, das ist mir zu doof, um es vorzulesen. Zu schwach, um ein Tuch anzuheben. Durch das Tuch kann man nur schemenhaft erkennen, was sich dahinter befindet. Eine Taschenlampe. Oh, und etwas zum Aufschrauben. Da ist schon dein Chamäleon-Objekt, genau. Du wirst besser darin, sie zu erkennen. Hat das Übung, wa? Das ist ein Monsterchen. So alt wie das Ding ist, das Schloss hält. Vielleicht kann ich es knacken oder wir schneiden einfach das Leder auf. Oder na, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Ja, ich hab's gesehen. Die kleine Leuchte ist das. Das erste von 6. Wird gelacht, wenn wir hier nicht alle Monsterchen in diesem Playthrough zusammenkriegen, oder? Magische Blume. Vor einiger Zeit hat eine Hexe Brandon diese Blume gestohlen. Sie zeigt einem den richtigen Pfad, wenn man einmal auf dem Holzweg ist. Ach, guck mal, da unten sind jetzt... Die blöde Puppe da noch. Und was ist das hier? Okay, 2 Sammelobjekte auf jeden Fall. Wissen wir, wonach wir Ausschau halten müssen? Liebe Entwickler, so sieht das nicht aus, wenn ein Stromkasten beschädigt ist. Ja. Du stellst jetzt aber auch wieder Ansprüche. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir... für den Koffer zum Knacken wahrscheinlich, ne? Die Tür ist natürlich verbarrikadiert. Oh Gott, ernsthaft. Jetzt brauchen wir wieder einen. Genau das. Wir haben beide schon Wortfindungsstörungen, bedingt durch unsere Erfahrung mit diesem Spiel hier. Brecheisen? Und dann Hammer. Das. Ja, irgendwas zum Nägel rausziehen, jedenfalls. Ich muss das rechte Emblem finden. Und nur erstmal den Hammer vollstellen.
Nein, da ist doch ein Haken dran. Ich hätte gedacht, dass das funktioniert. Na gut. Denn so macht man das. Ja, man zieht sich einfach einen Handschuh über und dann fasst man einmal die Tür an. Und schon hat sich das mit dem Kurzschluss erledigt. Ja, schon ist nichts mehr. Ist nichts mehr. Schalte den Strom im Sanatorium an. Berühre nacheinander die Knotenpunkte, um alle Birnen zum Leuchten zu bringen. Nein, ja, genau. Ach, ich kann nicht wieder zurück. Ja. Du musst so anfangen. Ich muss erst hier hoch und dann hier wieder runter, ne? Genau. Hier die Runde jetzt drehen. Genau. Und dann erstmal hier oben lang. Ja, und jetzt wieder nach rechts, also wieder nach oben. Jetzt oben lang, genau. So, und hier jetzt. So, den mitnehmen. Ja. So wie die Araka das mir hier eben auf dem Bildschirm gezeigt hat, hat er ja alle mitgekriegt, ne? Entschuldigung. Ja, aber im Prinzip ist das eigentlich ein relativ simples Rätsel gewesen. Wir wissen ja auch alle, wenn man irgendwo in einem Sanatorium den Strom wieder einstellt, dann muss man einfach nur so ein paar Flächen berühren und dann gehen die Glühbirnen an und dann funktioniert das alles wieder. Und es fällt dann ein Skalpell von der Decke. Genau. Weil, ist doch logisch. Ja, mein Gott, warum ist es denn sonst ein Sanatorium? Ja, mit dem Skalpell schneiden wir doch bestimmt hier... Das Netz durch, ja. Das Tuch durch, das können. So dünn ist, dass man durchgucken kann, aber nicht hochheben. Verrostet, da muss ich etwas einölen. Da ist der Hammergriff. So, und die Taschenlampe hat natürlich keine Batterien. Deswegen ist es eine kaputte Taschenlampe, weil sie keine Batterien hat. Oh, Hilfe. Das Dark Hills Sanatorium war eine Heilanstalt für sehr wohlhabende Patienten, bevor es niederbrannte. Ja, das ist natürlich, glaube ich, durchaus Wort. Tut mir leid, ich war gerade hin und weg von der unglaublichen Qualität der Animationen, die uns hier geboten werden. So. Immer. Hier drin sehen die Schäden noch schlimmer aus. Ja, ich bin mir sicher, es ist doch eine super Idee, in so einem halb abgebrannten, uralten Sanatorium rumzurennen. Da kann bestimmt gar nichts passieren. Nein. Mein Gott, die Zeit ist doch angehalten, wenn sie da drin ist. Wir sind doch noch in der Gegenwart, oder nicht? Hä, wir sind doch durch das Bild, was sie uns da gegeben hat, durch diesen Zeitungsausschnitt, sind wir da nicht? Ja, okay. Sind wir nicht noch in... Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Da kannst du nicht... Ja, nimm mal fest. Mary. Ich habe dieses Medaillon am Eingang gefunden. Vielleicht hat ein Besucher es verloren. Gib es doch bitte zurück, falls jemand danach fragt. Ja, wir fragen ganz lieb. Gib mal zurück. Ah, nein, verdammt, ich wollte doch... Da wollte ich klicken. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das Gerummelchen. Und wir haben schon einen übersehen. Ja. Was? Oh nein, nehmen wir mal... Wo? Hauptsache nicht am Stromkasten. Das wäre natürlich bitter. Das scheint mir fast die einzige Möglichkeit zu sein. Es sei denn, hier ist irgendwo noch einer.
Oh, das wäre bitter. Aber nee. Ein Stromkasten können wir doch nur von außen gucken und als wir ihn aufgemacht haben, hat doch gleich das Rätsel gestartet. Ne? Stimmt, ja. Zu hoch, da brauche ich eine Leiter. Die immer noch kaputt ist. Wo haben wir denn Bretter 1 von 2 her? Wir haben die Bretter von der Tür abgemacht. 1 von 2? Ja, weil das nicht mit 6 Brettern vernagelt war. Ich weiß gerade nicht. Ich, oh Gott, ey. Ach so. Ja, wie auch immer das Medaillon gehört, der hat auch seinen Koffer hier liegen lassen. Öl, das heißt hier. Das sind so die üblichen Grimtails-Rätsel, ne? Das ist irgendwie ja. Immer das Gleiche. Aber ich muss jetzt was anderes versuchen. Das brauche ich jetzt nicht, ich werde was. Ich verstehe es nicht. Wieso mussten wir das jetzt erst einölen, wenn wir die Dinger hinterher rausreißen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Das macht alles keinen Sinn. Grimtails. Dafür brauchst du bestimmt noch einen Handschuh. Hm. Das muss da rein. Was? Ja. Finde die richtige Symbolkombination heraus. Hinweise findest du auf dem Buch selbst. Die ganzen Menschlein nach links. Oh nee, bitte. Ist das euer Ernst? Also in jeder Reihe ein Männchen mit... Fertig! Hast du gerade auf Lösen getippt? Nein. Die Kombination stand da drauf. Ach so. Okay. Aber hier haben wir das Foto. Gut, dann sind wir vielleicht noch nicht in der Vergangenheit. Jetzt sind wir in der Vergangenheit. Das ist ein Wimmelbild! Oh Gott! Das hab ich wahrgenommen. Okay, der Infusions. Verband, Handschuh, der Handschuh guckt da raus. Ja, da unten wurde gerade was, das ist glaube ich der. Das war der Handschuh. Da ist irgendwas hinter. Ah, ja. Ah, okay, es ist wieder so ein. Müssen allen möglichen Scheiß hier zusammensammeln. Eine Seitentasche. Da unten das an. So, ein Mundschutz. Den habe ich doch schon irgendwo gesehen. Vorhang ist da. Bei dem Handtuch da unten hast du das Ding nicht eingesammelt. Ja, tut mir leid. Soll das da oben die... Die Broschüren noch? Ich hatte eigentlich gedacht, dass das die Broschüren waren. Nee, ist das weiter links nicht die? Ja. Eine Kopfplastik haben wir auch noch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das der Infusionsbeutel sein müsste hier. Kann natürlich auch der da oben sein. Was war der da oben? Da liegt der Mundschutz im Regal. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Blatt. Ist das da oben vorgeklebt vor das... Nein. Dann links neben dem... Also von dem Mundschutz eins nach links und eins runter? Nein. Blatt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein tatsächliches Blatt suchen von einem Baum. Ach ja, das geht ja auch immer. Ja, da links sind doch ganz viele
Ja. Ach du Schande. Okay, das ist einfacher, als ich befürchtet hatte. Das ist ja vorgegeben. Ach du Nee. Ja, einfacher als erwartet. Jo. Also das war jetzt ein Hirnverdreher. Ja, allerdings. Wie sollte man das denn bitte schön alleine lösen? Was? Nesten, was? Was ist, Patienten? Ah. So, Thomas Gray, Zimmer Nummer 13. Ja, Mensch! Wo bitte schön auch sonst Schrauben? Die Schrauben brauchen wir garantiert für die Leiter mit. Mhm. Ah, aber wir haben eine Bürste. Dafür ein Scharnier. So, da sind hier draußen dann soweit auch fertig. Ich habe mich schon gewundert, warum man das nicht anklicken kann. Ah. Ist das jetzt der Geist von Thomas, der uns hier heimsucht, weil wir ihn ja in der letzten Folge brutal ermordet haben, indem wir ihn angesteckt haben, so wie Freddy Krüger? Bestimmt. Oder es ist der böse Geist, der Thomas verzaubert hat. Da unten fehlt das Scharnier. Jetzt brauchen wir bestimmt die Schrauben, die drehen wir jetzt mit der Hand rein. Hm. Ach, ich könnte das schon. Ernsthaft. Ja. Ja, weil Rost und Öl so funktionieren. Ja, natürlich. Wusstest du das noch nicht? Alles ist heruntergekommen. Ich muss herausfinden, welches Zimmer Thomas gehörte. Wie klein sind die Zimmer? Also ich meine, sie sind maximal so breit wie eine Tür, weil da ist ja noch eine Wand dazwischen jeweils. Ja, aber du musst bedenken, ja, dass das hier ein Sanatorium für gut zahlende Kunden war, ja, für Wohlhabende. Ja, oder ist das, wenn du in die 11 reingehst, gehst du sofort links um die Ecke, gehst erstmal 5 Meter ja, nach und links die, und dann die, hast du deinen Riesenraum. Die 12 hat erstmal so einen 10 Meter Vorgang. Ja. Also. Ja, ist der Fall schon klar. Ich will erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Monsterchen haben. Wir haben doch noch. So, da ist das Brett. Und es hat auch kein Loch mehr, als wir es weggenommen haben. Und da haben wir ein Monsterchen. Der Fluch der Tiefe. Okay, es macht mich ein bisschen nervös, dass da Leerstellen dazwischen sind. Ja. Ich glaube, wir haben einen Sammel... Oder wir haben eine Auszeichnung gekriegt dafür, dass wir das Wimmelbild gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Da ist ein Sammelobjekt. Der Minenwagen mit Kristallen. Dieser Karren erinnert mich an einen Fall, in dem ich versteinerte Leute retten musste. Also das Einzige, was noch fehlt, ist diese dämliche Puppe. Ja. Die uns im dritten Teil da zur Seite gestanden hat. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. So, okay, bevor ich mich mit der Liste der Patienten befasse. Möchte ich jetzt erstmal mit der Leiter nach oben gucken. Ach so, aber die muss man jetzt nicht festschrauben. Naja. Hier irgendwo ein Monsterchen? Nee, ich glaube nur. Da sitzt was schief. Guck mal. Ja.
Nichtsdestotrotz. Okay, können wir die Leiter natürlich, können wir die Leiter nicht mitnehmen. Die Schlottnaht. Ah! Guck mal, da steht ein Akkordeon. Das ist ein Chameleon-Objekt. Danke. Hab ich nicht wahrgenommen. Hier haben wir doch bestimmt auch eins, oder? Schwarzer Bildschirm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt war. Super. Komme ich da jetzt auch wieder? Nee, jetzt nicht. Das einzige mit einem Schloss. Ich wollte gerade sagen, eine von diesen Türen ist nicht wie die anderen. Abgesehen davon, dass auf allen drei anderen Türen Namen draufstehen, ne? Aber nein, wir brauchen ja erstmal eine Liste der Patienten. Ernsthaft? Ich muss wirklich erst alle Türen anklicken, bevor mir klar wird, dass das hier die ist, die ich suche? Ja. What? What? Schiebe das Ende der Kette durch das Labyrinth und öffne die Tür. Wer hat denn dieses Sanatorium designt, bitte? Ja, nicht, dass man zu schnell Türen öffnen kann, falls mal Notfall ist oder so. Das ist... Ist das Gebäude hier von Spencer designt oder was? Das ist der Kerl, der diese ganzen verdrehten Häuser mit den ganzen Fallen und Rätseln aus den Resident Evil Spielen gebaut hat. Ach so. Mist, eine Tür hat kein Schild. Hoffentlich war das dumm. Also, manchmal fehlen mir echt die Worte. Großartig. Das muss Thomas Zimmer sein. Ja, die Verwandtschaft zu Luisa ist definitiv erkennbar. Das müssten dann also alle seine Sachen sein. Und ich kann damit in die Vergangenheit reisen. Okay, also ja, gut, daraus schließe ich, dass wir definitiv in der Gegenwart unterwegs sind. Ja. What? Wir sind in der Vergangenheit! Ja, und das ohne, dass ich irgendwie... Da ist ein Chamäleon-Objekt, aber ich wollte mich doch erstmal umsehen, ich wollte erstmal gucken, ob da ein Monsterchen ist oder irgendwas. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Ding anklicken reicht, um das... Nee. Alter! Da ist die Puppe. Diese Puppe gehörte Brandon. Er hat sie einem riesigen schwarzen Hund aus dem Maul gerissen. Diese Puppe hat mir schon viel geholfen. Und das müssten ja jetzt eigentlich alle sein, ne? Ja. Jetzt, das ist Brandons Puppe. Warum ja. Warum hat Thomas die Edelsteine und das... Ach. Und warum kriegen wir kein Achievement dafür, dass wir sämtliche Sammelobjekte gefunden haben? Vielleicht erst, wenn wir wieder aus dem Vergangenheits raus sind, wie auch immer. I spent my best years trapped in this clinic. I know every inch of this place, and I'm ready to escape. All I need now is a few more things. Du hast den ersten Hinweis auf Thomas' finsteren Plan entdeckt. Ja, sind wir jetzt in der Vergangenheit, um den Brand zu verhindern? Oder um Thomas aufzuhalten? Oder um herauszufinden, was sein finsterer Plan ist? Oder ist das schon wieder... Das erinnert mich viel zu sehr an Teil 6 hier gerade. Das ist... Furchtbar. Dies ist eine Liste der Indizien, die du finden musst, um seine Flucht und das Feuer im Sanatorium zu verhindern. Wähle ein Objekt, um mehr darüber zu erfahren. Finde noch vier weitere Hinweise, um Thomas' Plan zu vereiteln. Auf diesem Blatt Papier hat Thomas aufgelistet, was er für seine Flucht braucht. Ich sollte die restlichen vier Dinge finden und dem Leiter des Sanatoriums bringen. Ja, oder du bringst ihm jetzt einfach die Liste, wo er plant, was er vorhat und... Die Sache ist erledigt. Warum musst du ihm jetzt sämtliche Sachen zusammensuchen? Er hat noch eine... Genau. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist
ein Monsterchen, der kuriose Krebs. Das gefällt mir nicht, hier mit dem heimlichen Hai und dem Springen ins Feld, das gefällt mir nicht. Hm. Es ist Grim Tales. Was erwartest du? Was haben wir da hier? Batterie, ah ja. In dieser Schublade versteckt er bestimmt etwas. Ja, also ich weiß zwar nicht, warum die Insassen in diesem Sanatorium hier solche Schubladen kriegen, aber... Super, sowohl die Glühbirne als auch die Batterie fehlt. Oh mein Gott, sie war sogar mal wirklich kaputt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Da muss ich bestimmt jetzt mit der Taschenlampe unten drunter leuchten, weil sie wieder nichts sehen kann. Ja, ja, ist klar. Hä? Eine rote Schuppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Dann gucken wir doch mal. Die Schleife ist in der Mitte direkt. Da, das war der Gürtel. Der Schlüssel ist da oben an dem Bund. Bügel, Schlüssel. Feuerzeug in der Mitte. Stift direkt daneben. Foto. Und das links daneben, ist das die Uhr? Das da. Ach da, ja. Der Schirm ist rechts. Ja. Und der Geldbeutel ist links. Das. So. Da ist eine Münze. Die Manschettenknöpfe war bestimmt... Da. Das war einfach. Ja. Und wir erhalten eine Münze. Yay. Sonst noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Und die Taschenlampe lassen wir jetzt auch da liegen, weil da wird sich Thomas gar nicht drüber wundern, dass da plötzlich eine Taschenlampe vor seinem Bett liegt. Ja, die typischen Grim Tales Rätsel halt. Ich habe keinen Schraubenzieher, ich habe Schrauben, ich habe eine Münze. Hier, so sah es hier also aus, bevor das Feuer alles vernichtete. Und sie haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht. Ärzte, Patienten, wie viele von ihnen werden diese Tragödie überleben? Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Guck dir die Türen an. Wie passt dieses Zimmer hinter diese Türen? Ja, ja, das ist von innen halt einfach größer als von außen. Das sah aus, als hätte es sich gerade... Ja. Hat das auch? Warte, nicht immer so schnell die Sachen einsammeln, sonst verpassen wir am Ende irgendwelche Monsterchen. Sieht aus, als hätte hier mal etwas drauf gestanden. Figuren vielleicht. Okay, so Cobra-Figuren, ne? Cobra, übernehmen Sie. Ich fühle mich alt. Jetzt wollen wir auch noch ins Nachbarzimmer? Ja. Warum? Na, hilft nur der passende Schlüssel. Weil wir ja die ganzen Sachen erst finden müssen. Führen die Türen 12 und 13 eigentlich ins gleiche Zimmer? Weil wenn ich mir das Glasfenster oben drüber mal so angucke... Ja, ne? Hier brauchen wir auch einen Stiefel. Kann man mit dem Stuhl noch irgendwas machen? Oder ist das die... Das ist die. Okay. Ja, ja. Ja. Da brauchen wir dann die Teile. Da brauchen wir die Teile. Schubladengriff. Aber nicht der. Sondern? Ein anderer. Schubslade. Können wir hier noch raus? Ja, können wir sogar. Ja, ja. Wie nett es hier aussah vor dem Feuer. Guck mal, da ist eine von den Figuren, die wir brauchen. Ja. Und ein Werkzeug wird es hier schwer werden, den Bolzen zu entfernen. Da war der Dingshai. Ah, sieht auch so aus, als ob da unten noch eine Feder drin steht. Der heimliche Hai. Der springt ins Feld, kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht draußen davor ist. Ja, das kann sein.
Knopf. Wenn ich den Knopf finde, kann ich die Tasche öffnen. Was wir zurzeit haben, also im Prinzip haben wir einen Schubladengriff und eine rote Schuppe. Das andere können wir ja ignorieren. Das haben wir eh noch nicht vollständig. Okay. Ich glaube, ich fand soeben ein weiteres Chamäleon-Objekt. Ah, ja, brauchen wir den Schubladengriff für. Und haben das Diadem jetzt schon mal vollständig. Ich weiß ja noch nicht, wofür wir das brauchen. Aber wir haben es schon. Da draußen steht eine Statue. Trotz aller Menschen fühle ich mich hier unwohl. Ich will jetzt mal gucken, ob wir vielleicht einen Spring ins Feld finden. Hm. Ach, das ist das wieder. Der Hut noch, oder? Da. Da. Das ist er bestimmt. Ein Seepferdchen. Das letzte Monster. Okay, dann wollen wir danach schon mal nicht mehr suchen. Die Sammelobjekte haben wir auch alle. Geil. Und es ist höchstens noch an der einen oder anderen Stelle Chamäleon-Objekte. Ja, der Hut. Der gerade ein Frosch wurde. Wenn ich dich nicht hätte. Hättest du später gefunden. Wahrscheinlich. Die Links kriegt bestimmt doch das Diadem, oder? I took Louise's purse. She didn't have much, but there's enough here for a palette and some brushes. Und den Schlüssel für die eine Tür, da haben wir auch. Da fehlt auch noch ein B. Das bedeutet, die größte Gabe der Medizin ist die Gesundheit, aber ein Buchstabe fehlt. Das ist ja eine Türkisblume. Ah ja. Na gut. Ich würde sagen, frisch ans Werk in der nächsten Folge von Grim Tales 7. Bis dann.